Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Ich verstehe, dass Sie wütend sind, aber wir beide wissen doch auch, dass Saren hier der Böse ist. Er ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Das ist kein Heilmittel, es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann bin ich fertig mit Ihnen. Ich werde nicht zulassen, dass Sie die Mission gefährden. Das ist nicht das, was ich gesagt habe! Zeit bekomme ich nicht mehr von Ihnen? Wieso sehen Sie denn nicht, was das für alle Kroganer bedeutet? Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. Hey, cool, ich kann ja was schießen. Bitte, Rex, wir können darüber reden. Kein Gerede mehr, Shepard. Ich muss das auf meine Weise machen. Warum? Das sehe ich anders, mein Freund. Was macht die? Warum zum Teufel haben Sie das getan? Unser Gespräch war noch nicht beendet. Das geht bei der falsch. Ich konnte das Risiko nicht eingehen, dass er sie verletzen könnte. Oder Schlimmeres. Ich hab den nicht getötet! Ich wollte mit dem reden! Die hat den einfach umgeknallt! Was geht bei der falsch? Das ist nicht Ihre Entscheidung. Tun Sie das nie wieder, verstanden? Ich will laden. Was zum... Haben Sie ihn getötet, Chief? Besser sein Leben als das des Commanders. Ja, vermutlich. Ich rede nicht mehr mit dir. Ich hab den nicht getötet. Blöde Crew. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Nee. Warum killt ihr den einfach? Boah, wo war das? Direkt am Anfang, gell? Boah, das ist eine halbe Stunde her. Ja, auch. Gut, es ist nur 20 Minuten her, aber... Karrierewechsel, ich fange von vorne an. Ich nehme die nicht mit, die ist blöd. Was geht bei der falsch? Ich akzeptiere das nicht. Ja. Weißt du, ich bin mit dem am Reden und am Reden und ballert die da einfach drauf. Ich glaube, es hackt. Warum kann ich die nicht umbringen? Toll, jetzt kommt die Wiederholung. Ich beeil mich. Ihr seid auch Wiederholungen gewohnt, so oft wie ich sterbe. Aber ernsthaft, ich wollte mit dem drüber reden. Blöde Kuh.
wollte ihm eigentlich helfen. Und die killt ihn einfach. Das geht nicht. Kannst du doch mal weggehen? Da ist ein Vieh. Nee, das ist unfair. Kein Stress, ich glaube, die Wiederholung ziehe ich mir morgen rein, wir schlafen. Ich will das aber noch hinter mich bringen. Flauchschwarm. Blöde Kuh. Ich fand sie vorher schon suspekt, aber jetzt mag ich sie gar nicht mehr. Weg da. Gute Fahrstuhlmusik. Ja! Dir auch eine gute Nacht. Schlaf gut. Träum süß von Rachni. So. Ich glaube, war letztes Mal gar nichts, oder? Ne, ich konnte einfach weiterfahren. Okay. Aus dem Weg! Blab, blab. Ich hab ein Schutzschild. Oh, kaputt gemacht. So, wir müssen nach da hinten. Na gut. So, da ist unsere Treppe. So. Schon wieder blockiert. Stirb!
sehe, dass die Haupteinheit offline ist, Commander. Nähern uns jetzt der Salarianer-Basis an. Out. Gut. Wir warten auf Ihren Befehl, Commander Shepard. Ja. Wir nehmen unser Fahrzeug und fahren weiter. Das ist der Befehl. Wer die blöde Kuh killt den nochmal? Ich hab mich schon wieder erschreckt. Au! Ups. Alter! Wer? Ciao! Ach, da ist ja noch ein. Ignoriere das mal. Das war's. Wir sollten jetzt das salarianische Camp erreichen können. Juhu! Diesmal speichere ich vorher. Sobald ich im Fahrzeug bin. Souverän gewendet habe. Nein! Ach, Menno. Gespeichert. Gespeichert. Commander. Die Normandie ist an der Basis gelandet, aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Okay. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Ich speichere jetzt ganz oft. Muss ich gleich weniger fahren? Da sind die Salarianer. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Was sollen wir in der Wir bleiben hier, bis... Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Wir konnten Ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich um Das den war Rat. Doch genau... Ich habe meine... Und was haben Sie Sarens gefunden? Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung. Was erfor... Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Was ist so... Er war die... Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen. Und diese Kroganer folgen Saren. Die Geth sind schlimm genug. Aber eine kroganische Armee... Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen... Vernichtet? Wenn das Heilmittel... Die... Kümmer schon, kümmer könnte er sich schon, zu einem Problem schon. Entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede. Das weiß ich zu schätzen. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan über. Nur zu. Es sollten Sie. Sieht aus, als würde es. Ja. Ich würde mir nicht solche glauben, Sie hätte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein. Aber halten Sie sich immer bereit. Ich bin schon viel zu lange. Was ich letztes Mal gesagt habe, hat ja auch nicht geholfen. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Beruhigen Sie sich, Rex. Ich bin hier nicht der Böse. Saren ist wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die
Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Wenn ich jetzt sage, das kann nicht ihr Ernst sein, meint sie dann? Ihr Ernst, dass er davon ausgeht, dass ich ihm nicht helfe? Oder ihr Ernst, dass er davon ausgeht, dass er mich... Ach, egal. Ich sollte Ihnen das nicht erklären müssen, Rex. Überzeugen Sie mich. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann bin ich fertig mit Ihnen. Toll. Ich werde nicht zulassen, dass Sie die Mission... Das war's dann. Wieso Sie? Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. Diese Kroganer sind Sarens Sklaven. Werkzeuge, Marionetten, die er benutzt und dann wegwirft. Ist es das, was Sie für Ihr Volk wollen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Deal. Ich könnte mich jetzt aber irgendwie nicht entscheiden, ob ich ihm das Heilmittel einfach zustecke. Es überrascht mich, dass Sie einen Kroganer zur Vernunft bringen konnten. Es war wirklich beeindruckend, wie Sie den Kroganer besänftigen konnten. Wir sind halt Freunde. Wenn wir das wirklich tun wollen, sollten wir endlich aufbrechen. Pass auf deinen Kroganer auf. Er weiß schon, was er macht, sobald er in den Brutkammern ist. Normalerweise hätte ich was einzuwenden gegen Salarianer in einem Feuergefecht, aber diese Soldaten scheinen gut ausgebildet zu sein. Sie haben bei Rex scheinbar Wunder bewirkt. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich besänftigen ließe. Es wird kein leichter Kampf. Aber wir sind bereit, wenn Sie es sind. Es geht immer noch nicht. Man sieht nicht oft, dass ein Kroganer auf die Stimme der Vernunft hört. Sie befehlen absolute Loyalität. Ein Kroganer, der auf die Stimme der Vernunft hört? Höchst seltsam. Das ist mein Kroganer. Das ist mein Freund. Danke, dass Sie mit dem Kroganer gesprochen haben. Der Sturm auf Sarens Basis wird auch so schon schwierig genug. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben? Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömmchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Wir werden sie nicht direkt angreifen können. Ganz sicher nicht. Aber ich glaube, es ist auch anders zu schaffen. Ich werde meine Männer in drei Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Gute Idee, aber Ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich Sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer Ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Was? Sie erwarten also, dass ich einen meiner Leute Ihrem Kommando unterstelle? Letztendlich sind wir doch alle Soldaten, nicht wahr? Wenn Ihre Leute nicht bereit sind, sich einem solchen Risiko zu stellen, wollen Sie sie dann wirklich an Ihrer Seite haben? Er hat recht, Commander.
Wir können es nur schaffen, wenn beide Teams auf gleicher Höhe sind. Ich melde mich freiwillig. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Will ihr nicht entscheiden lassen? William, Sie begleiten den Captain. Keine Heldentaten, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Die Normandy wird mich abholen. Wie werden Ihre Teams der Explosion entkommen? Wir werden die Gate so lange wie möglich beschäftigen. Sobald die Bombe an Ort und Stelle ist, werden wir versuchen, zurückzufallen und dem Detonationsradius zu entkommen. Wenn wir uns beeilen, sollten wir mit annehmbaren Verlusten entkommen können. Wenn nicht, wird man uns als Märtyrer für eine größere Sache in Erinnerung behalten. Bei Ihnen hört sich das wie ein Selbstmordkommando an. Ich werde Sie nicht anlügen, Commander. Es besteht die Möglichkeit, dass keiner von uns den Angriff überlebt. Das gilt auch für Ihr Team. Aber wir werden tun, was nötig ist. Shadow leuchtet mir ein. Welche Codenamen bekommen die anderen Teams? Eigor, Manowai und Jaito. Das waren die anfänglichen Siedlungen auf unseren ersten drei Kolonialwelten. Sie sind bis heute das Herzstück des salarianischen Territoriums. Die Namen werden meine Männer daran erinnern, wofür sie kämpfen. Wenn wir eine Chance auf Erfolg haben wollen, muss etwas Persönliches einfließen und auf dem Spiel stehen. Fassen Sie den Plan bitte nochmal kurz zusammen. Sie sind das Team Shadow. Wir werden für Ablenkung sorgen, während Sie in die Basis eindringen. Arbeiten Sie sich bis zur Brutstätte im Herzen der Einrichtung vor. Schalten Sie die Flakgeschütze aus, damit die Normandy landen und den Nuklearsprengkopf abladen kann. Wenn wir soweit kommen, werden wir versuchen, Ihnen mit den Geschützen zu helfen. Aber verlassen Sie sich nicht darauf. Sobald Sie die Bombe haben, deponieren Sie sie neben den geothermischen Leitungen. Dann verschwinden Sie, bevor das Ding detoniert. Ich möchte mehr über die Bombe wissen. Wie zuverlässig ist sie? Ihre Zuverlässigkeit hängt von der Person ab, die sie scharf schaltet, aber sie wird ihren Zweck erfüllen. Der Antrieb ist höchst unempfindlich gegenüber Schäden durch externe Quellen. Sobald sie scharf geschaltet ist, gibt es kaum etwas, das sie aufhalten kann. Die Hauptsache ist, sie zu platzieren und scharf zu schalten, bevor die Gate uns aufhalten können. Okay. Bereit, wenn Sie es sind, Captain. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. So soll's sein. Machen Sie keine Dummheiten, solange ich weg bin, LT. Und Sie auch nicht, Commander. Wir werden es schon schaffen. Sie werden es erleben. Ja, ich... Viel Glück. Wollen Sie was sagen, Chief? Ich weiß nicht, es ist nur so seltsam, die Befehle von jemand anders zu befolgen. Ich hatte mich an Sie gewöhnt. An Sie alle. Keine Sorge. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ich weiß. Ich, es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu dienen, Commander. Ganz egal, ob wir in der gleichen Einheit sind oder nicht, wir bleiben ein Team. Passen Sie aufeinander auf, halten Sie die Augen offen und kämpfen Sie so, wie ich es von Ihnen gewohnt bin. Dann kommen wir hier alle lebendig wieder raus. Darauf können Sie wetten, Commander. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden. Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergönnt sein. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Kroganer gestoppt, aber davor waren wir es, die die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen.
Tja. Ich würde mal behaupten, sie kann die Bombe definitiv scharf schalten. Wenn ich wohl Kampfkram. Oder ein Shrek-Smith? Der Racksmith. Ich muss ihn scannen. Komm, Jack. Können Sie mich hören, Commander? Klar und deutlich. Gut. Wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander? Wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Okay. Ach, ich habe auch noch zwei Punkte. Und Fitness. Gesundheit verbessern. Rex, was geht? Mach ich mal voll. Ja. Ich habe schon einen mehr. Nein? Ja, doch. Regeneriert 5,5 Gesundheit pro Sekunde. Erhöht Nahkampfschaden. Erhöht Resistenz gegen Kinetik. Gönn dir. Panzerung. Oh, merkt man, was man Leute noch nie mitgenommen hat. Man hat so viele Skillpunkte zu verteilen. Wir brauchen noch Ausrüstung. Rex. Schwane. Oh. Den noch bitte? Eine Rüstung für den? Nö. Okay. So. Wir schaffen das. Aber erst im nächsten Stream. Gesundheit. Speichern. Ja. So, wir haben gespeichert. Ein paar letzte Worte. Diese Welt ist wunderschön. Zu schade, dass sie verpestet ist mit Saren und seinen Geht. Yep. Der Meinung bin ich auch. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dabei sein. Wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Und süß. Von geht.
Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!